Jeder geht mit der Situation anders um nach dem Spiel sowieso. Und wenn ein Spieler 90 Minuten geackert hat, wie das Ladi und wie viele andere gestern auch, die viel gelaufen sind, und du gehst wieder mit leeren Händen nach Hause, dann haust du auch mal raus, was Sache ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn er das so empfunden hat. Das ist aber uninteressant, weil wir müssen uns wieder sammeln für Samstag. Und wie gesagt, intern wird hier alles angesprochen, was nicht gut gemacht wird. Ich muss das aber nicht pausenlos nach außen immer kommunizieren. Wir müssen eine positive Stimmung kriegen für Samstag, genauso wie wir das letztes Jahr ein paar Mal geschafft haben und dann die nötigen Punkte gemacht haben. Viel, viel mehr gibt es zu diesem Thema einfach nicht zu sagen. Das ist eine emotionale Situation nach einem Spiel. Da hat jeder eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Ich, Viktor, wer auch immer, vielleicht in aus einer anderen Position, der Spieler eben auch. Und wenn Sladi gestern richtig sauer war über die Situation, dann ist das doch in Ordnung.